Buster. We got a fire truck. It's parked around the back of your place. Good work. Call me when the rest... Okay, das Telefongespräch hatten wir ja schon. Hallöchen, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Ich nehme das jetzt gerade hier auf am Montagmorgen. Problem ist so ein bisschen, dass ich nicht weiß, ob ich das noch schaffe, dieses Video heute noch zu rendern und hochzuladen, weil das dauert manchmal ein bisschen. Und ja, deswegen müssen wir schauen, ob es noch klappt. Wenn das noch klappt, dann kommt das heute noch am Montag. Und dann aber eher gegen Abend. Insofern, wenn ja, dann vielleicht sorry dafür, dass der Part so spät kam. Und wenn ich das heute nicht mehr schaffe, dann sorry, dass gestern kein Part kam. Man muss ja alle Eventualitäten abdecken. Ich habe mir aber extra einen Timer gestellt auf 18 Minuten 30, damit wir also jetzt nicht noch zufällig einen Part machen über 28 Minuten, weil dann dauert es mit Rendern und Hochladen auf jeden Fall zu lange, dass der heute nicht mehr kommt. Aber versuchen wir unser Bestes. Ich fahre jetzt als allererstes mal hier oben zu der Epsilon-Mission. Den hatten wir da irgendwie $5000 gespendet mit Michael und da haben die sich gefreut. Sind wir überhaupt? Ja, wir sind mit Michael unterwegs. Da haben die sich gefreut, dass wir denen Geld gezahlt haben, dieser ominösen Sekte. Und dann, ja, haben die gesagt, komm doch mal vorbei. Und deswegen, natürlich, fahren wir da gerne mal vorbei. Sekten, ja, ja, gut. Michael ist da wohl der Richtige für. Der hat Geld, ne, und... Die suchen ja im Endeffekt nur Leute mit viel Geld. Die wollen ja auch nur dein Bestes, also dein Geld. Oh, hier haben wir eine Gelegenheit. Ach so, das ist wieder nur ein Dieb oder sowas. Ja, die fahre ich ja dann immer kurz über den Haufen. Zack, da geht er fliegen. Und dann holen wir uns... Alter, der hat das überlebt. Wie hat er das denn bitte überlebt? Kollege, bleibst du mal stehen, bitte. Dankeschön. Ja, der wollte echt nicht auf mich hören. Ich meine, ich habe den ja extra zur Vorwarnung erstmal überfahren. So, da liegt das Portemonnaie. $500. Ja, wir sind ja so nett. Und bringen das natürlich zurück. Also einmal Rückwärtsgang. Ups. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich die nicht überfahre im Rückwärtsgang. Das wäre natürlich blöd. Hallo, bitteschön. Hi. I think this is yours. You're my hero. I can't thank you enough. Hero, Hero. So, dann würde ich sagen, steigen wir wieder ein und fahren weiter. Ja, gestern war ja, oder vorgestern, je nachdem, war ja dann doch ein ziemlich krasser Tag auf meinem Kanal mit sehr vielen Videos, ne? Da hatten ja den Story-Part, dann noch das Modding-Video und so. Ich muss sagen, diese Car-Modding-Videos, die machen mir tatsächlich echt auch Spaß. Also, die sind irgendwie eine coole Sache, finde ich. Die machen Bock, sich irgendwelche Autos runterladen und dann halt angucken, wie sehen die aus, wie fahren die sich und so weiter. Und halt auch eine coole Sache einfach, dass man verschiedene Autos dann ersetzen kann durch echte Autos. Und die scheinen euch auch ganz gut zu gefallen. Also das Aventador-Video hat, glaube ich, schon über 15.000 Klicks oder so. Das scheint ja dann doch bei euch ganz gut anzukommen auch. Aber deswegen mache ich es nicht, nur weil jetzt irgendwie Leute gucken. Ich finde es halt einfach auch cool. Ich mag Automods ja auch gern. So, wir sind hier beim Epsilon-Programm. Schauen wir doch mal, was die für uns haben. Oh, der hat aber ein bisschen schwitzigen Rücken, der gute Michael, ne? Keine Klimaanlage im Auto. Hello? Kiflum, you have come this far, but the journey has only just begun. You've waited years for this moment. You're exactly in the right place. I was lost. I sold myself. I took drugs. I was in conflict. Then I discovered an incredible truth, a truth so incredible that if I told it to you now, you would melt into nothingness. You are ready, but you are not ready. Oh, I'm not ready. Then you're ready. I don't know about that. The truth is incredible if you're capable of understanding it. We have your email address. We will send you an incredible education tool that will help you to unlock the secrets of the existence. That will cost as little as $5,000. $5,000? What price would you put on having the tools to understanding everything and to achieving the impossible? The price I would put on that is every penny you've ever earned. Kiflum, sister mother. Well, the price I would put on it is all the money in the entire world, because that is how much it is worth. Well, we're offering you millions of dollars of top-quality research and learning by society's best thinkers for only $5,000. Think about it, Michael. And if you think too long, we know you're not ready. Kiflum. Kiflum! Okay.
Okay. Kennt ihr dieses Meme mit dem Farbigen, der so okay sagt? Da muss ich jetzt gerade dran denken. Können wir hier hinten noch nachschauen? Nee. Also, ja, süße Lagerhalle hier vom Epsilon-Programm. Da stehen, glaube ich, nochmal deren Grundsätze drauf. Genau, die 12 Ziele des Epsilonism. Können wir mal eben nachschauen. Warte mal, wir haben doch unser Handy. Kamera-App, da können wir nämlich einmal kurz reinzoomen hier. Was haben wir denn da so stehen? We are making an assault of happiness. We will be generous in ways that are upwards and ways that are manifest. Bla, bla, bla. Okay, also das sind so typische, das sind so deren 12 Ziele. Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, das soll ja im Endeffekt, glaube ich, die Scientology-Sekte symbolisieren, das Ganze. Neuer Kontakte, Marnie. So, also wir haben ja schon $5,000 bezahlt. Wir hätten auch nur $500 bezahlen können, aber ich dachte mir, so eine tolle Sache, die unterstützen wir natürlich direkt mal mit dem Zehnfachen. Und da haben wir dann $5,000 überwiesen, damit wir überhaupt diese Mission bekommen haben. Und jetzt ist die nächste Aufgabe im Endeffekt, hinzugehen und nochmal $5,000 zu zahlen, damit wir irgend so ein Tool von denen kriegen. Das ist ja ziemlich günstig, $5,000. Aber okay, $5,000, bitteschön. Habe ich halt beim ersten Mal auch schon gemacht. Wir hätten beim ersten Mal auf 500 spenden können, aber haben wir halt jetzt schon 10.000 rausgehauen. Warum nicht? Für unsere Freunde vom Epsilon-Programm immer gerne. So, da freuen die sich. Mal gucken, ob wir jetzt dann direkt eine Bestätigungs-E-Mail kriegen, von wegen, du bist jetzt unser Special-Mitglied oder so. Welcome to West Winewood. Nee, bisher meldet sich noch keiner. Ich speichere das mal eben, dass wir da bei denen waren. Okay. Also, den Feuerwehrwagen haben wir ja auch schon besorgt. Was wir jetzt noch besorgen müssten für den FRB-Raub wäre ein Fluchtwagen. Und da würde ich sagen, ich weiß halt gar nicht mehr so genau, wie viel man den benutzt und so. Aber ich denke mal, können wir den Mercedes nehmen? Mal eben schauen. Oder wir nehmen hier... Nee, das ist gar kein Sultan, ne? Das ist der andere Wagen, der so ähnlich aussieht. Ah, shit! Also, der überfährt mich hier halb und dann fährt er weg. Können wir den Wagen nehmen? Nee, der hat eine Tür zu wenig. Wir brauchen einen mit vier Türen, glaube ich. Das Ding sieht immer aus wie der Sultan, das ist aber gar nicht der Sultan. Das ist der andere, das ist der Asteropo, oder wie der heißt. Ich weiß irgendwie noch nicht so genau, was für ein Auto ich will. Eigentlich will ich was Cooles. Oder, ja, der ist auch nur zwei Sitzer hier. Hier haben wir nochmal einen Mercedes. Ja, schauen wir mal, ob wir den nehmen können. Dann würde ich den so richtig schön matt-schwarz... Okay, das eignet sich. Abgelegenen Ort, wähle Fluchtpunkt markieren, wenn du Franklin oder Lester anrufst. So, dann würde ich aber sagen, wir tunen den noch ein bisschen. Können wir den nicht... Ach so, das wäre jetzt die Frage, ob wir mit Franklin den Wagen besorgen können, weil der könnte ja kostenlos tunen da oben. In dem Ding, das er da gekauft hat. Aber ich glaube, dass nur Franklin da kostenlos tunen kann. Und ich denke mal, der kann den Fluchtwagen nicht besorgen. Wir können ja mal ganz kurz wechseln. Eigentlich müssten wir wechseln dürfen, kurz zumindest. Und der bleibt im Wagen sitzen. Insofern schaue ich mal eben nach, ob der auch den Auftrag hat. Ups, direkt mal ins Wasser gefallen. Ne, der scheint den Auftrag nicht zu haben. Na gut, dann wechseln wir wieder zurück auf Michael. Und dann gehen wir halt trotzdem zum Tuner. Wir müssen ja nur... Ja gut, und sein Auto hat er natürlich jetzt... Ja, weggeschmissen oder was. Plötzlich steht er auf der Straße. Klingt logisch. Michael, du Idiot. Na gut, dann nehmen wir doch einfach den hier. Der hier um die Ecke kommt. Ach nee, das ist gar nicht derselbe. Doch, das ist derselbe. Ich dachte nur gerade, dass das Logo vorne fehlt, oder? Na gut, egal. Fahren wir mit dem eben hier zum Tuner. Und machen da mal ein bisschen die Farbe zumindest anders. Schwarz passt mir schon ganz gut, aber ich hätte das gern so ein bisschen in matt oder so. Und dann haben wir auch ein angemessenes Fluchtfahrzeug für unseren kleinen Raubüberfall, würde ich sagen. Wenn wir dem jetzt noch so ein bisschen was verpassen hier. Wir reparieren das Ding natürlich, dann würde ich sagen, eine Panzerung sollte auf jeden Fall rein. Muss ja jetzt nicht allzu teuer sein, machen wir mal hier so 6.000, dass wir zumindest ein bisschen was haben. Bremsen und so mache ich auch alles nicht, das brauchen wir nicht. Motor auch nicht, Auspuff brauchen wir auch nicht. Gut, der Kühlergrill ist, ach so, nee, da, ah, okay. Serienmäßig hat er das gar nicht. Oder beziehungsweise, ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich der serienmäßige ist, aber dass der Wagen schon den anderen drin hatte. Und deswegen jetzt bei serienmäßig steht, oder? Ich weiß es gar nicht. Nehmen wir trotzdem den. Motorhaube. Carbon-Motorhaube. Hupe brauchen wir auch nicht. Scheinwerfer eigentlich auch nicht. Was kostet sowas? $1.000. Nee, das ist es nicht wert. Ich überlege noch gerade, Lackierung würde ich gerne machen. Einfach, weil ich es cool finde. Dass wir den so als Gangster-Escape-Wagen machen. So ein matt-schwarz. Okay. Und Überrollkäfig hat ja sogar auch sowas. Die hat ja richtig Tuning-Möglichkeiten. $500, dafür machen wir das auf jeden Fall. Carbondach brauchen wir nicht. Seitenverkleidung brauchen wir eigentlich auch nicht. Ein Spoiler.
Also ein kleiner Spoiler, den können wir eigentlich machen, würde ich sagen. Oder so eine Lippe hier? Nee. Ja, mal sowas hier. Sowas. $900, okay. Federung brauchen wir eigentlich auch nicht. Getriebe ist ein bisschen teuer. Turbo können wir machen. Der hat auf jeden Fall ordentlich Beschleunigung. Aber wenn der teuer ist, der lohnt sich auf jeden Fall. Und dann würde ich noch sagen, wir nehmen zumindest mal schusssichere Reifen mit. So, und das sollte dann reichen. Ein bisschen Panzerung. Ein bisschen schusssichere Reifen. Doch, dann ist der auf jeden Fall gut geeignet, das Fluchtfahrzeug, würde ich sagen. Den Rest, achso, Scheiben können wir noch dunkel machen, damit die Leute uns nicht erkennen im Auto. So, mehr machen wir dann auch nicht mit dem. Dann sparen wir uns ein bisschen das Geld. Man könnte da jetzt sehr viel reinstecken beim Tuning immer, aber das reicht mir so schon als Fluchtfahrzeug erstmal und eignet sich nicht. Hä, was habe ich denn falsch gemacht? Wieso hat der denn nur zwei Türen? Ich bin doch eben in einen eingestiegen und da stand, der hat genug, oder nicht? Moment. Gibt es davon verschiedene? Jetzt bin ich aber gerade curious. Haben wir nicht genau diesen Wagen, nur in einer anderen Farbe, eben geklaut? Und dann stand da, der eignet sich? Tatsache, guckt euch das an. Den gibt es mit zwei Türen und mit vier Türen. Das wusste ich. Ey, warte mal. Moment. Bleib mal stehen. Hallo. Was ist denn da los? Ich wollte auch schon sagen, der ist doch auch irgendwie breiter. Geh mal weg. Hoffentlich greift der uns jetzt nicht an, sondern läuft weg. Ja, der läuft weg. So, Moment. Da bin ich jetzt aber verwirrt. Wenn ich in den Wagen einsteige, was steht dann unten rechts? Benefactor Schäfter. Dann sind das tatsächlich unterschiedliche. Das wusste ich gar nicht. Benefactor Schwarzer. Tatsache. Hä, die sehen aber doch eigentlich... Eigentlich sehen die doch fast genau gleich aus. Aber hier bei dem steht halt dran V12 Supercharger. Und der hat halt auch hier so, wie so, hier diese Verbreiterungen. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Kotflügelverbreiterungen oder so. Deswegen hatte der auch serienmäßig nicht das Logo. Ah, der sieht schon geil aus eigentlich, ne? Mir ist das nie aufgefallen. Ich dachte immer, das wäre ein dasselbe Auto. Aber, Tatsache, das sind unterschiedliche Modelle sogar. Na gut, aber der müsste sich als Fluchtauto eignen. Jetzt haben wir halt umsonst getuned. Das ist ja Kacke. Na gut, egal. Dann fahren wir mit dem nochmal hin. Der müsste sich ja eignen. Hat er jetzt nicht angezeigt gerade, aber ich denke mal schon. Das ist ja lustig. Ja, der ist auch dünner, ne? Der sieht auch anders aus. Doch, jetzt fällt es mir auf, jetzt wo ich es weiß. Aber war mir vorher nicht bewusst, dass es davon verschiedene gibt. So entdeckt man halt doch noch neue Sachen. Aber er sagt mir nicht, ob der sich eignet. Na gut, riskieren wir es halt nochmal. Geben wir halt nochmal Geld aus. Schäfter und Schwarzer, ja. Okay, klingt ja auch ähnlich. Die sehen ähnlich aus, die klingen ähnlich. Unterschied ist eben die Anzahl der Türen und dass der eine ein bisschen getunter ist. Na gut, dann müssen wir das Ganze nochmal ausgeben hier. Genau, und der hat nämlich... Ah, seht ihr? Und der hat nämlich andere. Ich hatte mich schon gewundert. Ich dachte nämlich, das wäre Serie. Und es ist auch Serie, aber nur bei dem Modell. Lustig. Wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch auf diesem Planeten, der das noch nicht wusste, dass es davon mehrere gibt. Da finde ich den anderen aber tatsächlich geiler, muss ich sagen. Schade, dass wir den anderen nicht nehmen können. Aber gut, dann ist das eben so. So, Seitenverkleidung, Spoiler. Aber der hat auch dieselben Tuning-Möglichkeiten, was den Spoiler angeht. Federung machen wir ja nicht. Turbo machen wir dann bei dem auch nochmal rein. Haben wir halt jetzt das Doppelte ausgegeben. Hat sich nicht gelohnt, aber egal. So, Schüsse hier, Reifen. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Fenster dunkel. Haben wir den jetzt im Endeffekt gleich getuned? Aber halt, ja, halt zweimal getuned. Und der müsste sich jetzt als Fluchtauto eignen. Eigentlich. Aber er sagt mir noch nichts. Ich weiß ja auch gar nicht genau, wo wir den parken müssen. Ich würde den halt irgendwo... Oh, bei uns draußen Sirene gerade. Ich würde den halt irgendwo in der Nähe von der Stadt parken, dass wir so relativ zentral den irgendwie drauf zugreifen können. Ja, der ist auch langsamer. Ohne Scheiß, ey. Das ist also lustig, dass ich das nicht wusste. Ich denke mal, ihr wusstet das alle. Na gut, dann fahren wir mal nach rechts. Folgen dem GPS, stellen den Wagen hier irgendwo ab, wo wir entlegen parken können. Ich dachte mir halt in der Nähe von der Stadt, weil das FIB-Gebäude ist ja auch irgendwo hier, denke ich mal, in der Nähe, oder? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Und ich würde sagen, versuchen es mal hier, da wo dieser kleine Weg ist. Warte, hä? Bin ich blöd? Ach so, das ist wahrscheinlich von der U-Bahn oder so auf der Karte, ne? Dann parken wir den mal hier irgendwo auf dem Behindertenparkplatz oder so. Dieser Ort eignet sich für das Fluchtfahrzeug. Ach so, hier können wir den abstellen. Na gut, dann parke ich den mal hier.
Oh ja, wunderschön eingeparkt. So, eignet sich. Okay, dann wählen wir jetzt mal Franklin oder Lester an. Ja, dann würde ich sagen, rufen wir Lester an. Da ist Lester. Fluchtpunkt markieren. So, damit haben wir unser Fluchtauto auch besorgt. Okay. Hey, Les. That getaway car is parked where we need it. All right, give me the location. Hillbox Hill. Then I guess we can't put it off any longer. I'll get word out to the guys. Come out to my office and speak to me. So, jetzt, okay, jetzt können wir den Heist starten. Aber dann haben wir alle Vorbereitungen gemacht. Wir haben einen Fluchtwagen besorgt. Wir haben ein Feuerwehrauto besorgt. Das war eigentlich auch schon alles, was wir machen mussten. Ich werde jetzt den Heist nicht mehr starten, sonst wird der Part auf jeden Fall zu lang. Das dauert ja so ein bisschen sowas. Aber da haben wir ja schon mal was, was wir beim nächsten Mal machen können. Vielleicht ja morgen. Und ich will den Part, also ich weiß, ihr mögt gerne lange Parts, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt den Part zu lange mache, dann kommt heute gar keiner mehr. Und wenn ich den nicht so lange mache, vielleicht schaffen wir das dann noch, den heute rauszuhauen. Deswegen, in eurem Interesse sozusagen, machen wir den dann heute mal ein bisschen kürzer. Ich fahre jetzt noch Richtung Golfplatz, weil ich nämlich mal Bock hätte, dass wir beim nächsten Mal golfen gehen. Das steht ja noch auf der Liste. 9 Löcher mit Paar oder unter Paar oder so machen. Das heißt, wir fahren da noch hin, können wir das dann beim nächsten Mal direkt starten und können dann auch den Heist im nächsten Mal machen. Wahrscheinlich dann im übernächsten Part oder im nächsten noch, je nachdem, wie lange das Golfen dauert. Und dann haben wir jetzt eigentlich dann auch schon die Vorbereitung gemacht. Wird dann ausnahmsweise mal ein kürzerer Part, aber ihr wisst ja jetzt warum. Ey, ich komme immer noch nicht drauf klar mit dem Schwarzer und dem... Das ist lustig. Schäfter, Schwarzer. Für mich war das immer ein und dasselbe Auto. Wenn man den irgendwo rumfahren sieht, dann achtet man ja auch nicht darauf. Hat er jetzt 4 Türen, hat er 2 Türen. Wobei der Schwarzer, den wir getuned haben als erstes, der sieht ja echt ganz geil aus. Auch mit diesen Verbreiterungen und so. Cooles Auto eigentlich. Oh, guck mal, da fährt ein BMW M3 GTR. Sollen wir den mal klauen? Können wir auch mal ein bisschen im Let's Play damit rumfahren jetzt. Ich habe ja gesagt, ich lasse die Mods mal drin im Let's Play. Und das ist jetzt... Ja, gut, und der fährt mir weg. Und das ist eigentlich der einzige Wagen, den wir jetzt auch mal öfter im Spiel sehen halt. Aber können wir dann halt ab und zu mal klauen und mit rumfahren. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Forgive me, sweetheart. Hätten wir den als Fluchtauto nehmen können? Nee, hätten wir nicht, weil der hat nur 2 Türen. Na gut. Ah, ist schon ganz cool, damit rumzufahren, muss man sagen. So, ich speichere nochmal eben, Nummer sicher ist Nummer sicher. Und dann haben wir zumindest ein bisschen was gemacht beim Epsilon. Achso, Epsilon Program, ich wollte gerade sagen, da haben wir noch gar nichts, gar keine Bestätigung oder so bekommen, ne? Die sollten uns dann mal eine Mail schreiben oder so, finde ich, dass wir denen Geld überwiesen haben, dass die jetzt zufrieden sind mit uns. So, ja gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen bei diesem ausnahmsweise mal etwas kürzeren Part und beim nächsten Mal geht es dann wieder normal weiter. Dafür kann ich den jetzt noch schnell rendern und hoffentlich heute raushauen. Und wenn das noch heute klappt, dann wünsche ich euch noch einen schönen Montagabend und ansonsten, wenn der erst morgen kommt, dann ja, nochmal sorry und einen schönen Dienstag. Ich bin raus, euer Walle, schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, bye bye. So leid es mir tut, wir fangen ja mal an, dass wir uns ausziehen. Da sagt er nicht nein, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Yo, geil! Sieht jetzt gerade lustig aus. Kann man machen, muss man nicht, kann man machen. Wie nennt man das? Was geschieht hier? Ja, sieht gut aus. Oh, der Gamer, ja, der mag kein Sonnenlicht ab.